Varane vor United-Wechsel, BVB hat noch nicht genug und Lewandowski ist Fußballer des Jahres. Moin, es ist Montag. Wir starten in die neue Woche. Mein Name ist Christoph und das sind die Daily News. Ein Wechsel von Raphael Varane von Real Madrid zu Manchester United wird immer konkreter. Mehrere Medien berichten darüber, dass die Engländer sich mit dem Franzosen über einen 4- oder 5-Jahres-Vertrag geeinigt haben sollen. Jetzt ist nur noch die Frage, was die Ablöse sein wird. Die spanische Marca berichtet von 50 Millionen Euro. Die französische Le Parisien sagt, es sind eher 45, so ist richtig, 45. Der Wechsel soll tatsächlich noch diese Woche dann über die Bühne gehen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die Real Madrid-Innenverteidigung nächstes Jahr komplett anders aussehen wird als in den letzten Jahren. Sergio Ramos ist schon weg, jetzt auch noch Varane. Alaba und Militao müssen es richten. Stand jetzt zumindest. Ja, bei Borussia Dortmund war einiges los am Wochenende. Der Transfer von Daniel Malen von Eindhoven zum BVB ist so gut wie durch. Der Niederländer befindet sich schon wohl im Trainingslager der Dortmunder und muss jetzt noch den Medizincheck absolvieren. Aber damit noch nicht genug, denn wie Sky Sport aus Italien berichtet, sind die Dortmunder an Meri Demiral von Juventus Turin interessiert und wollen demnächst schon ein Angebot für ihn abgeben. Beim BVB ist man momentan nicht wirklich breit aufgestellt in der Innenverteidigung und in Turin sei man wohl ab 40 Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit. Aber ganz konkurrenzlos sind die Dortmunder nicht, was Demiral angeht, denn auch Atalanta Bergamo scheint Interesse zu haben. Kommen wir zur wahrscheinlich am wenigsten überraschenden Meldung des Jahres. Robert Lewandowski wurde zum zweiten Mal in Folge zum Fußballer des Jahres gewählt. Bei der traditionell vom Kicker unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten durchgeführten Wahl erhielt Lewandowski 356 der 563 Stimmen. Das sind sehr viele. Weit dahinter waren Thomas Müller mit 41 und Erling Haaland mit 38. Na gut, alles andere wäre auch großer Quatsch gewesen, ne? Wenn jemand mit 41 Toren den Gerd Müller-Rekord bricht. Wer am Freitagabend den Zweitliga-Auftakt zwischen Schalke und dem HSV geguckt hat, wird vielleicht auch gedacht haben, eieiei, das ist aber eine komplett andere Schalker Mannschaft, die da jetzt auf dem Feld steht. Und vor allem gibt es da ja auch noch ein paar Namen im Kader, die jetzt gar nicht gespielt haben, nicht in der Startelf standen und auch nicht eingewechselt wurden. Zum Teil auch aus finanziellen Gründen, weil die Prämien einfach zu hoch sind für Schalke momentan. Deshalb, wir wissen, Schalke muss noch Spieler oder will vor allem noch Spieler loswerden, verkaufen oder ausleihen. So wie bei Nassim Bourgelab. Der wird für ein Jahr ausgeliehen und zwar in Richtung Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt. Gleichzeitig muss Schalke wohl auch noch im Mittelfeld nachbessern, denn beim Spiel gegen Hamburg hat sich Danny Latzer eine Außenbandverletzung im Knie zugezogen und wird laut der Bild-Zeitung mindestens 3 Monate ausfallen. Der FC Augsburg hat den Vertrag mit einem der talentiertesten Spieler im Kader, nämlich Ruben Vargas, vorzeitig verlängert. Der neue Vertrag läuft jetzt bis 2025 und Geschäftsführer Stefan Reuter sagt dazu, Ruben Vargas hat in seinen ersten beiden Spielzeiten bei uns eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind überzeugt, dass diese noch lange nicht abgeschlossen ist. Ja, mit Ach und Krach hat sich die deutsche Olympiamannschaft zu einem 3:2-Sieg gegen Saudi-Arabien gequält. Kleiner Kader, kurze Vorbereitung und dann das zweite Mal in Unterzahl gespielt. Amos Pieper hat in der 67. Minute die rote Karte kassiert und da hat man dann schon gemerkt, dass diese Mannschaft am Ende nur noch aus dem letzten Loch gepfiffen hat. Allerdings haben sie dann noch den Siegtreffer durch Felix Udukay erzielt. Damit rettet man sich sozusagen in ein Endspiel am Mittwoch gegen die Elfenbeinküste. Aber die wird man nicht unterschätzen. Das wird beileibe kein Spaziergang, denn die haben gestern ein 0:0 gegen Brasilien gewonnen, geholt. Also das ist auf jeden Fall sehr beachtlich. Für alle Stammzuschauer der Daily News wird das nichts Neues sein, denn da haben wir schon vor Wochen drüber berichtet, aber jetzt ist das Ganze auch offiziell. Fernando Torres wird Trainer und zwar bei seinem Ex-Club Atletico Madrid. Er übernimmt die U19. Das war's für heute von den Daily News. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.